Hallöchen und Fink und willkommen zu einer weiteren wunderschönen Folge Shakes and Fidget heute am Sonntag. Allerdings ist es die Sonntag, wo das Ganze aufnehme, weil die Folgen Shakes and Fidget, die kommen immer sehr spät, wenn ich die Sonntag erst aufnehme. So, was ist denn passiert? Nicht viel. Ich bin jetzt 173. Ich weiß noch nicht, in welches Level ich beim letzten Video war, aber ich war auch nicht sehr viel weiter. Ich glaube, ich war Level 160 oder 100. Irgendwas in der 150. Hab ein paar neue Items bekommen, hab neue Pilze bekommen. Und mein Inventar hat sich ein wenig gefüllt. Ich bin aber auch inzwischen viele Sachen wieder losgeworden, weil die Hexe, die hat wieder ein paar Sachen haben wollen. Endlich mal. Aber die hat immer Sachen, die ich natürlich nicht brauche. Kati hat Staustellen, das Problem. Ein volles Inventar. Die Hexe will immer das haben, was wir nicht haben. Ja, ist toll. Was war eigentlich hiermit? Das hat keinen Sockel, deswegen war das kacke. Das wollte ich aber. Genau. So, hier habe ich aktuell Sachen. Die hier sollen alle bei der Hexe rein. Das Ding werde ich nicht in die Toilette schmeißen, weil wenn ich das in die Toilette schmeiße, kriege ich irgendwas raus, was vielleicht Stärke hat maximal oder es ändert sich nichts an den Werten und von den Werten her 169 habe ich niemanden, der das gebrauchen kann. So, und das Ding bringt mir einfach mal 171.000 und wenn die Hexe das hat, dann bringt mir das fast 300.000, deswegen warte ich, bis die Hexe das Ding haben will. So, dann haben wir noch hier Steinchen, die kein Mensch braucht. Was kriegen wir hier? Im Ernst jetzt? Wow. Weißt du, ich kriege die ganze Zeit so Steine, so 263... 256, 256, aber wenn ich Intelligenzstein ziehe, den ich, das ist der erste. Seit dem letzten Video habe ich nicht einen einzigen Intelligenzstein gezogen. Und jetzt kriege ich wieder so einen Kack, den kein Schwein gebrauchen kann. Aber da wir ein Intelligenzsteinchen brauchen, Moment, was ist denn hier? 256, 256 ist das gleiche, machen wir scheißegal. Machen wir den hier rein, weil ich brauche Intelligenzsteine. Ich habe die Glückssteine nur reingepackt, übergangsweise. Dann machen wir nochmal, wir ziehen direkt mal eins raus, wir ziehen direkt nochmal einen Stein raus. Natürlich. Wow, 245, warum? Ich verstehe es nicht. Moment, 245, den können wir ersetzen. Da packen wir den. Ja, was machen wir denn? Was ist denn besser? Machen wir den Ring. So, es gab eine neue Verzauberung bei der Hexe. Also, sie gibt eine neue Verzauberung. Und zwar dit hier. Unheilige Sammelwut. Verzaubere dein Amulett. Und mal. Hey, Moment, was ist denn mit Ring? Hatten wir den schon? Auf jeden Fall kann man seinen Ring verzaubern. 6 der erste. Okay, das war schon drin. Ring verzaubern, dass man halt 10% mehr Gold bekommt. Und wir haben jetzt hier, um bei Abenteuern öfter mal Gegenstände am Wegesrand zu finden. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob damit gemeint ist. Vielleicht wisst ihr das ja. Das wäre ganz cool zu wissen. Wie bitte? Okay. Okay. Okay, das heißt, wir können, bei dieser Quest hätten wir zum Beispiel zufällig ein Item bekommen können. Das heißt, wir nehmen diese Quest als Beispiel an und kriegen dann trotzdem ein Item, obwohl da keins angewählt war. Ich war unsicher, ob einmal die Chance da ist es öfter ein Item angezeigt, also ein Item da ist, wenn man die Quest annimmt. Aber das ist immer zufällig, dass man, wenn man die Quest beendet hat, trotzdem eins findet. So, ich habe ein paar neue Sachen. Ich habe eigentlich Angst gehabt, dass ich keine neuen Sachen finde. Und ich habe mir vorgenommen, mit euch zusammen jetzt das Dämonenportal zu machen. Das ist es von der Gilde. Das ist eigentlich relativ unwichtig. Wir machen das hier von mir. Denn das habe ich ja noch nicht zeigen können, weil ich jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, das bereits gemacht hatte. So, ich habe das erste Dämonenportal hier geschafft. nichts bekommt, nichts, keine Abfragung, kein Gold, gar nichts. Du kriegst aber, ich glaube, bei dem persönlichen Dämonenportal ist das so, dass du dann 1%, also je nachdem, wie viel du davon geschafft hast, kriegst du 1% mehr Erfahrung, oder? Ja doch, ich glaube, kriegst du 1% mehr Erfahrung oder so. Und ich komme eigentlich relativ gut voran. 70%, ne, von 22%, die ich gerade abgezogen habe. Dann haben wir hier noch, ich habe das Lebkuchenmännchen geschafft. Finde ich ganz cool, wir sind jetzt hier bei so einem komischen, ja, so einem validen Typen. Wir können allerdings auch, das hat mir einer geschrieben, das fand ich ganz cool, danke dafür, ich weiß nicht mehr, wer das war. Wir können nämlich die Stufe steigern. Wir können einfach hingehen und hier die Stufe weiterkaufen. Machen wir mal bei ihr hier. bei der Magier. Da bringen sie mir am allermeisten. Dann können wir nämlich auf die Stufe bringen, wie wir auch selbst sind. Wobei, komm, den Krieger machen wir jetzt auch. Geschafft. So, dann sind wir nämlich ein klein bisschen stärker. Allerdings glaube ich nicht, dass wir ihn hier schaffen. GG? Cool. So, haben wir den auch auf jeden Fall geschafft, aber der bringt uns nichts. Dämonenhalsband, da ist ein Sockel drin, den haben wir. Wunderschön, das bringt uns nichts, aber wir können mal gucken. Das bringt zum Beispiel den Krieger eine ganze Menge. Dem Kundschafter würde das plus 33 bringen und das machen wir auf jeden Fall, weil hier ist ein Sockel. Oder wir gucken erstmal, ob der Magier den braucht. Der Magier könnte das Ding auch gebrauchen. Und da hier auch geschickt drauf ist, kriegt der Magier jetzt das Ding und kriegt dann gleich einen. Wir haben natürlich keinen Stein. Und der Kundschafter kriegt jetzt das Ding hier. Ja, das ist besser. Und der. Ja,
Wobei, hier ist kein Sockel. 166 Stärke weniger ist blöd. Dann lassen wir das mal. Das Ding können wir noch verkaufen. Das heißt, ich könnte es theoretisch in die Toilette werfen. Und ich glaube, ich habe heute noch nichts in die Toilette geworfen. Das heißt, wir machen das auch mal. So. Ich glaube, ich habe was in die Toilette geworfen. Egal. Wir testen das einfach. Wir machen das jetzt mal einfach mit dem Gürtel hier. Zip. Rein damit. Okay, ich habe das schon gemacht. Aber wir haben jetzt einen Gürtel für den Krieger rausbekommen, was ganz cool ist. Der aber Schrott ist. Gürtel, 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 der. 158, ja, der ist blöd. Das bringt dem Krieger jetzt nicht wirklich was. Danke, dass ich bei Skype oft beschäftigt stehe. Das ändern wir mal ganz kurz. So. Das heißt, ich warte, bis die Hexe das Ding haben will. Das hier ist ein Halsband, das ist nicht charaktergebunden. Deswegen denke ich nicht, dass wir was Besseres kriegen. Das kriegt auch die Hexe. Und das Ding hier müssen wir, also ich werde diese beiden Sachen wahrscheinlich in die Toilette werfen. Die hier waren alle schon in der Toilette. Ja, außer das Ding. Ich brauche halt immer ein episches Item, um in die Toilette zu werfen, weil ich dann, da kriegen wir nämlich 50, hier von dem Füllstand, kriegen wir plus 50. Und bei normalen Items nur plus 25. Wenn man Aura jetzt auf 6 und eigentlich immer nur Kack rausbekommt. Wir gucken nochmal einfach ganz kurz. 9 Edelstein kriegen, nein, kriegen wir nicht. Natürlich, nur Kram, den kein Mensch braucht. Was? Stimmt. Stimmt, ich habe meinem Kundschafter das Amulett getauscht. Genau. Nein, das war der Magier. Der Magier hat es bekommen. So, aber der Kundschafter kann das Ding trotzdem gebrauchen. Meine Scheiß auf Glück. Weiß einer von euch, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, weiß einer von euch, wie sich das mit den Ding jetzt berechnet? Mit den, ach, wie heißt es nochmal? Mit dem Ausweichen bei den Kundschaftern. Richtet sich nach dem Glück? Kann man das überhaupt erhöhen mit dem Ausweichen? Wonach rechnet sich das? Das wäre ganz cool zu wissen, ob das, wenn das irgendwer von euch weiß, wie sich das rechnet. Damit Kati das auch noch ein bisschen hochziehen kann und ich das bei mir vielleicht auch noch bei meinem Dungeon-Typen verbessern kann. Weil da habe ich echt keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist zufällig, oder? Gibt es da irgendwo eine Anzahl? Ist es vielleicht die Rüstung? Das würde für mich sogar ein bisschen logischer scheinen. So, wir versuchen mal. Wieder und weiterkommen. Und ich vielleicht die Karte, die holt mich nämlich rasend schnell ein und das fuckt mich unglaublich ab. Geilo. Guck, du bist ein weiter als ich. Die Karte, die... Was? Du bist bei dem. Ja, ja, den gucke ich, ob ich den auch noch packe. Aber den werde ich definitiv nicht mehr schaffen. Ihr seht es. Was mich unglaublich abfuckt, man kriegt von den normalen Dungeon-Gegnern so gut wie keine Items mehr. Ich habe das komplette letzte Dungeon und dieses Dungeon, ich glaube, 2 Items insgesamt bekommen. Und das sind halt dann einfach mal 17 Gegner, wovon ich insgesamt nur 2 Items gekriegt habe. Das ist kacke. Und auch hier in der Schattenwelt sind wir ein wenig vorangekommen, aber wir kommen hier absolut gar nicht weiter. Was mich auch tierisch abpackt, der Krieger, der macht einfach gar nichts. Der macht kaum Schaden. Obwohl ich den fast voll ausgerüstet habe. Und das finde ich halt ein bisschen kacke. So, machen wir das hier, das dann. Vielleicht kriegen wir hier was gerissen. Ne, kriegen wir auch nicht. Okay, hier kommen wir leider auch nicht mehr voran. Das ist schade. Wenn ihr selbst spielen wollt, ne? Unten in der Beschreibung ist ein Link. Ich sage das immer falsch, aber unten in der Link ist in der Beschreibung. Wollte ich nämlich gerade schon wieder sagen. Da könnt ihr spielen, nämlich spielen. Das ist immer noch kostenlos. Hat sich nichts geändert. Ich bin endlich ein Level up. Das finde ich ganz cool. Und ich bin in der Ehrenhalle. Bin ich jetzt in Richtung 122. Und ich weiß auch, warum ich hier in der Arena keine Tickets bekomme. Weil es ist noch ein bisschen blöd gemacht, dass ich hier keine Erfahrung bekomme. Ehre bekomme. Weil diese Leute, gegen die ich dann antrete, gerne auch mal hier 20, 30, 40 Plätze unter mir stehen können. Man kriegt wohl angeblich nur bis 25 Plätze unter einem Ehre. Das heißt, wenn ich jetzt ihn hier angreifen würde, würde ich keine Ehre bekommen. Weil er zu weit in der Rangliste unten steht. So, gucken wir mal, ob ich vielleicht ihn hier, den schaffe. Was hat der? Okay, der hat zu viel. Was hab ich denn? Ich habe 4, 6, 4, 7. Er hat 6. Das ist zu viel. Den kann ich schaffen. Zip, 3 Ränge aufgestiegen und schon sind wir auf 119. Ich gucke mal, ob ich da noch ein bisschen weiter steigen kann, aber es ist nicht einfach. Das wäre aber ganz cool, wenn ich da noch relativ weit komme. Da würde ich mich echt freuen, wenn ich da in der Rangliste so in die Top 100 schaffe. So, was haben wir da noch? Eigentlich nicht viel. Die Gilde ist auch ein bisschen, machen wir noch einen schönen Raid. Gucken mal, ob wir da weiterkommen. Ansonsten versuche ich jetzt die letzten Tage so ein bisschen im Shop Epics zu finden, was nicht einfach ist. Es wäre, glaube ich, sinnvoll, rauf zu... Die sind leider scheiße.
186 alle Attribute. 186 alle Attribute. Das wäre was für den Krieger. 186. Das ist was für den Krieger. Das nehmen wir mit. Komm, das nehmen wir mit. Freut sich der Krieger. Wenn du die Klasse Magier, das Ding habe ich nicht bedacht. Das heißt, ich muss die Handschuhe erstmal in die Toilette werfen. Und danach, wenn ich dies getan habe, kriege ich vielleicht was Gutes raus. Lass uns überraschen. Gut. Sonst würde ich sagen, fällt mir eigentlich gerade nichts mehr ein, was ich sonst noch so zu zeigen, zu erzählen habe. Ich wollte noch gegen die Kati kämpfen. Okay, das machen wir. Die Kati ist inzwischen schon an Stufe 170. Die ist echt gut und aktiv dabei. Da habe ich sie aber gegeben. Boah, ich mache jedes Mal fast 1 Million Schaden bei dir, ne? Sie will eine Revanche, die kann sie kriegen. Einer lässt die Revanche kriegen wir noch. Das passen uns wieder rein. Komm, machen wir. Und wir sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt ein Däumchen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder zu Shakes and Fidget. Da geht es nämlich weiter. Mensch, was ist denn los mit dir? Eben vorhin hat sie mich sogar besiegt. Oh, das war knapp. Ja, das war knapp. Sagt das Spiel sogar noch. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und würde ich sagen, Leute, haut doch rein. Bis dann. Tschüss.